Nächste Wortmeldung von meinem Abgeordneten Ingenieur Markus Vogel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Frau Minister, die Kollegin Durchschlag hat schon sehr richtig auf die Kompetenz des Wirtschaftsministeriums hingewiesen, bei den Hanfsamenautomaten und auch inhaltlich alles sehr gut erklärt. Vielleicht ein Punkt, es stimmt leider nicht mehr, dass ein Zutrittskontrollsystem vorhanden ist. Seit die E-Card aufgrund der Kritik der Sozialversicherung gesperrt ist für diese Automaten, erfolgt keine Legitimation mehr. Alleine Hinweisschilder am Eingang sozusagen weisen darauf hin, dass der Eintritt für unter 18-Jährige verboten ist. Und wenn man sich ansieht, wie rasch dieses System in Österreich expandiert, aktuell 5 Standorte, weitere sind in Planung, dann kann man nicht unbedingt nur davon ausgehen, dass sozusagen Gartenfreunde hier sich ein bisschen an Hanf anbauen oder eben für die wichtige Hanfprodukte diese Pflanzen ziehen, sondern hier geht durchaus der Verdacht nahe, dass hier Missbrauch betrieben wird. Und ich denke mir, wir sollten hier wirklich auch versuchen, den einzuschränken.